Und als sie mich losbanden und ich mich hinsetzen durfte, fühlte ich, wie mir die Sinne schwanden. Die Grube und das Pendel. Nach einer Erzählung von Edgar Allan Poe. Ah, Deibler. Nun, wie geht's dem Patienten? Unverändert, Dr. Templeton. Er klagt über Albträume. Ich soll Sie wieder nach einem Schlafmittel fragen. Geben Sie ihm bitteren Traubenzucker, wie üblich. Jawohl. Sie haben diese Nacht wieder Dienst? Ja. Deibler, ich habe heute Morgen einen Brief erhalten. Unserer Anstalt steht leider eine Revision bevor. Und wann? Vermutlich schon nächste Woche. Tja, wie unangenehm. Was machen wir nur mit unserem Patienten? Seine Nerven sind zurzeit äußerst schwach. Die Albträume setzen ihm in letzter Zeit sehr zu. Ein größerer Schock könnte tödlich für ihn sein. Danke. Das ist alles, Dabler. Sie können gehen. Ich bin Insasse einer Heil- und Pflegeanstalt. Dr. Templeton hatte mir gesagt, dass man mich nach einem schweren Unfall eingeliefert hätte. Ich muss wohl mein Gedächtnis verloren haben, denn ich kann mich nicht einmal mehr an den Unfall erinnern. Überhaupt habe ich keinerlei Erinnerung an ein Leben außerhalb der Anstalt. Meine Zelle ist karg, aber nicht allzu düster. Darin stehen das Bett, die Waschschüssel, ein Stuhl und ein kleiner Tisch. 10 Uhr, löschen Sie Ihre Kerze. Moment! Und schlafen Sie jetzt. Schlafen. Ich hoffte, ich würde es können. Trotz des Schlafmittels, das mir der Wärter Deibler auf meine Bitte brachte, fand ich keine Ruhe. Nacht für Nacht suchten mich grässliche Albträume heim. Mehrmals hatte ich Dr. Templeton darauf angesprochen. Er war der Meinung, die Träume würden aus meinem Unterbewusstsein entspringen und seien ein Zeichen dafür, dass mein Gedächtnis nicht vollständig sei. Dr. Templeton riet mir, eine Art Traumtagebuch zu führen. Zu diesem Zweck hatte er mir ein kleines, in schwarzes Wachstuch gebundenes Buch gegeben. Er erhoffte sich daraus Aufschlüsse über die Zeit, zu der mein Bewusstsein keinen Zugang mehr hatte. Doch wie hilfreich diese Maßnahme vielleicht auch sein mochte, jede Nacht zehrte an meinem Körper und an meiner Seele. Obwohl die Wunden, mit denen ich eingeliefert worden war, längst verheilt waren, verfiel ich mehr und mehr in einen Zustand der Auszehrung und der Erschöpfung. Jeden Abend wälzte ich mich unruhig auf meiner Pritsche, mich nach Schlaf sehnend und ihn gleichzeitig über alles fürchtend. Irgendwann übermannte mich die Müdigkeit. Was waren das für Geräusche?
feiner Geruch nach Stroh und Weihrauch. Ich glaubte, fremde Stimmen zu hören. Hastig sprang ich auf. Der Mond erhellte ein wenig den Raum. Ich tastete nach dem Türriegel. Hallo? Hallo? Wo war ich? Was war das für ein Haus? Was hörte ich für Stimmen? Ist da jemand? Hallo? Wer ist... Oh Gott, er ist wach. Wartet. Bruder Montiano? Wartet doch. Warum lief sie weg? Sie hatte sicher nicht erwartet, auf dem Gang jemandem zu begegnen. Aber warum hatte ich ihr solch einen Schrecken eingejagt? Hallo? Da seid ihr ja. Aber was ist denn? Kommt. Ich bringe euch in eure Zelle zurück. Zelle? Was für eine Zelle? Wir haben euch eine der Mönchszellen zum Quartier gegeben. Mönchszelle? Dann bin ich hier. In einem Kloster, ganz recht. Aber was? Wie komme ich denn hierher? Was ist passiert? Kommt. Ihr seid sehr krank. Krank? Ihr könnt euch an nichts erinnern? Nein, an nichts. Unser Kloster befindet sich in Toledo. Aha. Aber wir leben sehr abgeschieden von der Welt. Wie komme ich hierher? Wie ihr... Nun ja, wie soll ich sagen? Aber ihr wisst es doch. Eines Morgens zur Zeit des ersten Zwielichtes fand man euch im Hof unseres Klosters herumirren. Was habe ich denn im Klosterhof gemacht? Das weiß niemand. Nicht einmal ihr selber, scheint mir. Nein. Ihr hattet eine schwere Kopfverletzung. Oh. Beruhigt euch. Sie ist gut verheilt. Gut verheilt? Aber dann... Wie lange bin ich dann schon hier? Bald an die 10 Wochen. Aber das ist ja schrecklich. Und die ganze Zeit fehle ich irgendwo. Habe ich dann keine Angehörigen? Hat sich denn niemand nach mir erkundigt? Wir haben uns bemüht, eure Herkunft zu ermitteln. Aber Nachforschungen sind schwierig. Schwierig? Wieso? Wegen des Krieges. Die napoleonischen Truppen sind in Spanien auf dem Vormarsch. Toledo ist in Aufruhr. Und warum habt ihr mich nicht in das Spital bringen lassen? Nun, im Kloster seid ihr sicherer. Wir fühlen uns gewissermaßen für euch verantwortlich. Und vergesst nicht, dass die Brüder unseres Ordens in der Heilkunde erfahren sind. Wir können euch hier die allerbeste Pflege zuteil werden lassen. Ich danke euch. Es ist nicht gut, wenn ihr euch zu sehr aufregt. Ihr müsst jetzt ruhen. Ja, das werde ich. Wenn ihr etwas braucht, dort an der Wand hängt ein Draht. Er ist mit einer Glocke verbunden. Ihr braucht nur zu läuten. Ach ja, vorhin, als ich im Gang war, dort war noch jemand. Eine Frau, aber sie lief fort. Schwester Berenike, sie hat wohl nicht erwartet, euch zu sehen. Ach ja, natürlich. Ruht euch nun aus. Unruhig warf ich mich auf meinem Lager hin und her. Zu viele verschiedene Gedanken strömten gleichzeitig durch meinen Kopf. Konnte das denn wahr sein? Hatte ich mehrere Wochen in einer andauernden Bewusstlosigkeit verbracht? Ich betastete meinen Schädel. Meine Finger spürten eine große, kaum verheilte Wunde. Wo kam sie her? Was war vorher gewesen? Aber meine Fragen verliefen im Nichts meiner Erinnerung. Dann muss ich eingeschlafen sein. Am nächsten Morgen fühlte ich mich erfrischt und ausgeruht. Nach dem Frühstück wurde ich in den Klostergarten geführt. Verblüfft erkannte ich in meiner Begleiterin die Nonne der letzten Nacht. Geht es euch besser? Ja,
Danke, Schwester. Verzeiht, dass ich euch gestern Nacht so einen Schreck eingejagt habe. Redet nicht mehr davon. Habt ihr gut geschlafen? Oh ja. In meiner Zelle ist die Luft sehr frisch, obwohl sich das Fenster nicht öffnen lässt. Bei meiner Ankunft habe ich das auch bemerkt. Der Bruder Botanicus hat es mir erklärt. Das Kloster hat ein außergewöhnliches Lüftungssystem. Aha. Ich verstehe nichts davon. Aber anscheinend ist das ganze Gebäude von großen und kleinen Lüftungsschächten durchzogen. Bemerkenswert. Die Luftzufuhr lässt sich durch einen bestimmten Mechanismus nach Belieben regeln. Das Kloster muss von großen Baumeistern errichtet worden sein. Oh ja, man sagte mir, es sei sehr, sehr alt. Wie kommt ihr als Nonne eigentlich in ein Mönchskloster? Mein Orden hat mich hierher geschickt. Ich studiere hier den Kräutergarten. Aha. Der Garten dieses Klosters ist berühmt für seine seltenen Gewächse. Sie sind schwer zu bekommen und erfordern eine besondere Pflege. Müsste diese Pflege nicht einer der Mönche übernehmen? Der Bruder Botanicus ist vor einigen Wochen unerwartet verstorben. Oh. Und da ich nun schon einmal hier war, übertrug man mir übergangsweise die Gartenpflege. Ach so. Die anderen Brüder verstehen nicht so viel von den Pflanzen hier. Aber wie ich sehe, zieht ihr hier nicht nur Kräuter. Diese Blumenbeete sind wunderschön. Ja, die gehören auch in den Bereich meiner Verantwortung. Ja, anscheinend auch ich ein wenig. Oh, ihr seid ein unkomplizierter Fall. Ach. Eure Wunde war zwar ernst, aber Gott sei Dank einfach zu behandeln. Wir hatten uns allmählich von den Beeten entfernt. Das Klostergebäude warf tiefe Schatten auf das Gras. An der Mauer lief ein schmaler Fußpfad entlang. Die kahle Außenmauer des Klosters wuchs hier wie eine Felswand aus dem Boden. Sie bestand aus ungewöhnlich großen Steinquadern. Der Unterschied zum Rest des Gebäudes sprang sofort ins Auge. Puh, nun, hier ist ja ausgesprochen kühl. Im Schatten des Gebäudes kann sich die Luft nicht erwärmen. Man glaubt es kaum, wenn man eben noch zwischen den Blumen in der Sonne stand. Das ist ja merkwürdig. Ich sehe nirgendwo Fenster. In der ganzen Wand nicht. Dieser Teil des Klosters wird nur wenig genutzt. Er ist auch nicht beheizt, wie die anderen Flügel des Gebäudes. Was ist das? Was habt ihr? Habt ihr nichts gehört? Die Vögel natürlich. Nein, nein, irgendetwas anderes. Was sollte das sein? Ich weiß nicht. Unsinn. Hier ist nichts. Kommt. Wir standen nun auf dem Pfad unmittelbar neben der Mauer. Noch einmal schweifte mein Blick über die festgefügten Steine. Da! Zwischen den Steinen glaubte ich eine kleine Öffnung zu sehen. Ich trat näher heran und bog mit dem Fuß einen Zweig zur Seite, der dicht über dem Boden hing. Vor mir auf dem Boden lag eine abgeschnittene, halb zerquetschte Hand. Ich wandte die Augen ab. Dann wurde es überall schwarz und ich verlor das Bewusstsein. Aufwachen! Aufwachen! Wacht auf, kommt wieder zu euch. Was? Was ist passiert? Sie sind auf einmal bewusstlos geworden. Die Hand. Was für eine Hand? Da war... Bleibt einen Moment hier. Was macht ihr da? Hier war doch... Nu, ich bin ganz sicher. Aber so kommt doch. Wartet. Wartet. Ihr seid noch alles andere als gesund. Ihr braucht Ruhe. Ja. Verzeiht, Bruder Amontillado. Merkwürdig. Sehr seltsam. Was ist das für ein Hund? Da hinten. Der Wolfshund? Er gehört dem Bruder Pförtner. Ich gebe euch einen Kräutertee. Danach geht es euch bestimmt besser. Zögernd folgte ich Bruder Amontillado. Natürlich hatte er recht, mich wieder ins Bett zu schicken. Aber hatte ich mir das alles nur eingebildet? Unmöglich. Und doch, ich wusste es nicht. Unruhig streckte ich mich auf meiner Pritsche aus. Nachdem ich den Tee getrunken hatte, fiel ich in einen tiefen und traumlosen Schlaf.
Als ich wieder aufwachte, war es ringsherum vollkommen dunkel. In meiner Kehle brannte ein scharfer Durst. Aber der irdene Wasserkrug auf dem Tisch war leer. Ich tastete nach einer Kerze und blickte zögernd auf den Klingeldraht. Um diese Zeit wollte ich niemanden unnötig wecken. Mir kam der Springbrunnen im Klostergarten in den Sinn. Den Weg von meiner Zelle zum Garten würde ich wohl noch wiederfinden. Mit der Kerze in der einen und dem Krug in der anderen Hand machte ich mich auf den Weg. Die Nachtluft war warm und wohltuend. Über dem Kloster stand der fast volle Mond und beleuchtete das Gelände. Nun brauchte ich die Kerze nicht mehr. Hinter mir ragten die hohen Steinquader der Klostermauer in die Nacht. In einiger Entfernung schimmerte der polierte Stein des Springbrunnens im Mondlicht. Aber es stieg keine Wasserfontäne auf. Offenbar wurde der Brunnen nur tagsüber in Betrieb genommen. Enttäuscht wollte ich umkehren. Da bemerkte ich in der Mauer ein Bleirohr, aus dem ein dünner Strahl Wasser rann. Dankbar für den Zufall hielt ich den Krug darunter. Das Bleirohr endete seltsamerweise dicht über dem Boden. Ich musste mich bücken, um den Krug darunter zu halten. Langsam füllte sich das Gefäß um einige Finger breit. Was ist das? Ein seltsames Gefühl breitete sich entlang meiner Wirbelsäule aus. Erst nach ein paar Sekunden wurde mir bewusst, dass es Angst war. Grässliche Angst. Als ich wieder in meiner Zelle war, schalt ich mich einen Narren. Für den Schrei gab es sicherlich irgendeine Erklärung. Ich nahm einen tiefen Schluck aus dem Krug, blies die Kerze aus und rollte mich in meine Decke ein. Kurz darauf fiel ich in einen unruhigen Schlaf. Nicht gut. Oh, Schwester Berenike, ihr seid es. Nicht gut? Mir? Warum? Nein. Ihr habt Blut im Gesicht. Was? Am Kinn. Habt ihr euch im Schlaf auf die Zunge gebissen? Ich hole euch ein wenig Wasser. Wartet! Aber sie war schon fort. Durch das kleine Fenster schien die Morgensonne. Ich griff nach dem Krug. Die Sonnenstrahlen fielen direkt auf die Wasseroberfläche. Entsetzt hielt ich inne. Die Flüssigkeit im Krug schimmerte rot. Das Wasser war voller Blut. Hier, trinkt. Das wird eurer Zunge gut tun. Schwester Berenike, ich muss mit euch reden. Jetzt geht es nicht. Trinkt nur. Aber nun... Psst, sprecht noch nicht. Geht es schon besser? Bruder Amontillado gab mir noch ein paar Kräuter, die euch Linderung verschaffen sollen. Am nächsten Morgen war mir eines klar. Ich musste dieses Kloster so schnell wie möglich verlassen. Ohne dass ich es mir eingestand, empfand ich Furcht vor diesem Ort. Was waren das für seltsame Geräusche im Garten gewesen? Was war mit der abgehauenen Hand? Ich konnte mir das alles doch nicht nur eingebildet haben. Und schließlich, wo hatte ich mir meine Kopfwunde zugezogen? Warum schien niemand etwas darüber zu wissen? Zunächst versuchte ich, Bruder Amontillado zu finden. Aber man sagte mir, er sei auswärts und würde erst in einigen Tagen zurückkehren.
Ich suchte den Pater Abt auf. Nach dem Austausch einiger Höflichkeiten brachte ich mein Anliegen vor. Der Abt antwortete nicht. Gedankenvoll starrte er vor sich hin. Verwirrt schaute ich mich im Zimmer um. Eine schöne Standuhr habt ihr da, Herr Abt. Oh, euer Interesse freut mich. Es stimmt, ich bin ein großer Freund von Uhren. Sie erleichtern so vieles im Leben. Der Uhrenkasten ist außergewöhnlich breit. Wollt ihr einmal einen Blick hineinwerfen? Ja, eigentlich würde ich gerne. Kommt, tretet näher. Zögernd besah ich mir die Uhr. Sie war groß und aus Ebenholz gefertigt. Dem Abt schien die Abschweifung gar nicht ungelegen zu sein, aber vielleicht lag es auch daran, dass ihn die Uhr merklich mit Stolz erfüllte. Ein sehr ungewöhnliches Pendel. Und diese vier kleinen Löcher im Uhrenkasten. Seltsam. Genau auf der Höhe des Pendels. Ja, eine maurische Arbeit. Aber dieses Pendel, ist es nicht... Ganz recht. Es ist messerscharf geschliffen. Man sollte seine Finger nicht zu dicht an das Pendel halten. Das würde sicher niemand freiwillig tun. Freiwillig bestimmt nicht. So, um nun auf eure Frage zurückzukommen. Ich verstehe eure Ungeduld. Aber ihr seid noch geschwächt. Es ist zu früh, um das Kloster zu verlassen. Aber es geht mir doch schon einigermaßen gut. Ewig kann ich doch nicht hierbleiben. Vergesst nicht, dass in der Stadt eine Art Ausnahmezustand herrscht. Alles redet nur vom Krieg. Napoleons Truppen marschieren auf Toledo zu. Man fragt sich, ob sie noch aufgehalten werden können. Ich kann doch nicht ewig hier von aller Welt abgeschlossen bleiben. Ich weiß nicht einmal, wie ich überhaupt hierher komme. Nun, das wissen wir auch nicht. Männer aus der Stadt haben euch eines Morgens bewusstlos ins Kloster getragen. Männer aus der Stadt haben mich... Aber ich dachte... Ihr werdet hier gesund, glaubt mir. Ich möchte gehen. Heute noch. Wo wollt ihr hin? Ihr habt euer Gedächtnis noch nicht wieder. Es wäre töricht, jetzt die schützenden Mauern des Klosters zu verlassen. Dennoch. Nun gut, ich kann euch nicht daran hindern. Aber ich möchte, dass euch vorher ein Arzt untersucht. Wir wollen uns nicht der Leichtfertigkeit schuldig machen. Nun gut. Habt ihr einen Arzt zur Hand? Nun, Schwester Berenike wird sich eure Wunde ansehen. Vielleicht kann sie euch auch ein paar heilende Kräuter mit auf den Weg geben. Ja, ich glaube, das ist eine gute Idee. Ihr wollt wirklich gehen? Ja, ich bin fest entschlossen. Nun gut. Zeigt einmal eure Wunde. Und? Nun, ich denke schon, dass ihr gehen könnt. Auf eure Verantwortung natürlich. Gut. Allerdings, die Wundränder sind ein wenig ungewöhnlich. Was heißt das? Sie sollten zu diesem Zeitpunkt nicht mehr so rot sein. Aha. Es wirkt so, als seien sie noch übermäßig gereizt. Wartet einen Augenblick. Zufrieden ließ ich meinen Blick ein letztes Mal durch die Zelle schweifen. Noch wusste ich nicht, wohin ich mich in Toledo wenden würde, aber die seltsame Atmosphäre des Klosters würde noch vor dem Abend hinter mir liegen. Hier, nehmt diese Salbe mit. Reibt eure Wunde einmal am Tag damit ein. Ihr braucht nicht viel davon. Ich danke euch. Ach ja, ich habe euch aus der Küche ein Glas Wein geholt. Ihr solltet euch lieber ein wenig kräftigen, bevor ihr uns verlasst. Denkt daran, euer Körper ist immer noch sehr geschwächt. Ich werde daran denken. Nanu, was ist das? Tut mir leid, aber es musste sein. Thank you.
Im Wein musste ein Schlafmittel gewesen sein. Als ich wieder zu mir kam, hielt ich die Augen geschlossen. Warum war ich im letzten Moment so vertrauensselig gewesen? Meine Gedanken kreisten weiter und weiter. Mehrere Minuten mussten so verstrichen sein. Nichts passierte. Ich bewegte zaghaft einen Finger. Dann tastete ich mit der Hand ein paar Zentimeter und wartete. Mir wurde kalt. Offenbar lag ich auf Steinboden. Unter meiner Hand spürte ich Feuchtigkeit. Ich zwang mich dazu, die Augen zu öffnen. Um mich herum war vollkommene Dunkelheit. Hallo! 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 Mühsam setzte ich mich auf. Mein Kopf schmerzte. Unter meinen nackten Fußsohlen spürte ich glitschige und vollkommen glatte Steinplatten. Hallo? Wer ist da? Ich kann nichts verstehen! Gott verflucht, ich kann nichts verstehen! Schließlich stand ich auf. Doch obwohl ich vorsichtig einen Fuß vor den anderen setzte, glitt ich nach einigen Metern aus und schlug der Legge nach hinten. Das rettete mir mein Leben. Mein Kopf berührte den Boden, aber unter meinen vorgestreckten Händen spürte ich nichts als eine kalte Leere. Langsam robbte ich mich einige Zentimeter nach vorne. Modrige Luft berührte mein Gesicht. Hallo! War das ein Gang? Ein Brunnen? Ein Schacht? Oder was für ein irrwitziger Gedanke? Ein Ausgang? Ein eigenartiger Geruch stieg mir in die Nase. Süßlich und ekelhaft zugleich. Das war der Geruch von Leichen. Wer ist da? Wer ist da? Niemand antwortete. Ich robbte von dem Brunnen zurück, bis ich mit den Füßen die Wand berührte. Ich stützte mich ab. Sie fühlte sich merkwürdig kalt an. Meine Finger ertasteten in regelmäßigen Abständen kleine erhabene Beulen. Aber erst nach einer geraumen Zeit kam ich darauf, dass die Wände meines Kerkers offenbar aus genieteten Eisenplatten bestanden. Schritt für Schritt bewegte ich mich nun in die Richtung, aus der das kratzende Geräusch gekommen war. Au! Ekel! Ratten! Ich tastete nach den Gegenständen auf dem Boden. Man hatte einen Teller mit einer Fleischspeise und einen irdenen Krug in mein Gefängnis geschoben. Der kühle Ton des Gefäßes unter meinen Fingern machte mir meinen brennenden Durst bewusst. Geht hier eigentlich vor? Seid um Gottes Willen leise. Ihr habt Dinge gesehen, die ihr nicht hättet sehen dürfen. Der Abt wollte euch nicht gehen lassen. Und deshalb habt ihr mir ein Schlafpulver in den Wein geschüttet. Ich wusste nicht, dass man euch in den Kerker bringen würde. Ach nein. Ich habe nur getan, was man mir befohlen hat. Was verbirgt sich in diesem Kloster? Ich weiß es nicht genau, aber es gehen seltsame Dinge vor. Erinnert ihr euch an den Bruder Botanicus? Ihr sagtet, er sei unerwartet gestorben. So hatte der Abt es mir gesagt. Aber ich habe Notizen von ihm in seinen botanischen Büchern gefunden. Datiert einen Tag nach seinem angeblichen Tod. Was schrieb er? Es ging um bestimmte Pflanzen. Einfache Pflanzen? Verbotene Gewächse, die eigentlich in keinem Klostergarten sein dürfen. Kräuter, die große Schmerzen verursachen können oder das Bewusstsein verändern. Er war für ihre Pflege verantwortlich. Kurz vor seinem Tod wurden größere Mengen von einer bestimmten Pflanze gebraucht. Aber er hatte das Gewächs schlecht gepflegt und alle Exemplare waren eingegangen. Und darüber hat er Notizen angefertigt? Natürlich.
Man muss stets genau beobachten, wie sich die Pflanzen im Garten entwickeln. Das gehört zu den Aufgaben. Was ist das? Der Kerkermeister. Still! Wir dürfen keinen Augenblick mehr verlieren. Schnell, kommt! Wir eilten durch dunkle Gänge und öffneten hastig schwere, eisenbewehrte Türen. War ich in einem Albtraum? Konnte das denn alles wahr sein? Was für ein Geheimnis barg dieses Kloster? Schweigend eilte meine Begleiterin mit der Fackel voran. Im Laufen versuchte ich, einen Blick auf die Wände zu erhaschen. Aber im Feuerschein flackerten nur undeutliche Schatten. Hinter dieser Tür liegt die Haupthalle. Es gibt nur diesen einen Ausgang. Bitte, Schwester! Sobald wir draußen sind, gehen wir zum Springbrunnen und von dort zur Gartenmauer. In der Mauer ist eine kleine eiserne Pforte. Ich habe sie vorhin schon aufgeschlossen. Beantwortet mir vorher noch meine Fragen. Ich habe euch doch schon alles gesagt. Nein, nicht alles. Warum ist der Bruder Botanicus verschwunden? Wie bin ich hierher gekommen? Warum wollte man mich nicht gehen lassen? Was sollte ich nicht sehen? Warum diese entsetzlichen Geräusche, diese Schreie? Später. Wir müssen vor Mitternacht hier raus. Jetzt. Bitte. Wir haben keine Zeit. Ich muss es wissen. Vielleicht verlieren wir uns während der Flucht. Aber es ist... Sprecht. Ich weiß nicht viel. Der Bruder Botanicus wollte den Orden verlassen. Man hat ihn umgebracht. Er wusste zu viel von den Vorgängen in diesen Mauern. Und was geht hier vor? Ich weiß es nicht genau. Und ihr... Eines Tages entdeckte man euch im Garten. Man hielt euch für einen Spion. Das ist doch lächerlich. Der Pater Abt wollte kein Risiko eingehen. Ihr wurdet niedergeschlagen. Daher also meine Wunde. Man wollte euch nicht töten. Das erschien zu riskant. Also behielt man euch hier im Kloster. Ich verstehe. Kommt, ich hoffe, es ist noch nicht zu spät. Warum müssen wir bis Mitternacht das Kloster verlassen haben? Psst! Denkt daran, haltet euch links zum Springbrunnen. Ja. Kommt! Mitternacht. Lauft schnell, lauft! Ich versuchte, mich an den Weg zum Springbrunnen zu erinnern. Der Vollmond beleuchtete den Garten und ließ alle Umrisse scharf hervortreten. Noch liefen wir im Schatten der Klostermauer. Das schwache Plätschern von Wasser drang an mein Ohr. Dann langten wir an der fensterlosen Mauer an. In einiger Entfernung glänzten die Steine des Brunnens im fahlen Licht. Bildete ich es mir ein oder sah ich in der Gartenmauer den hellen Umriss einer kleinen Gitterpforte? Was ist das? Ich weiß es nicht. Ich wendete mich dem Geräusch zu. Vor meinen Augen schob sich langsam ein Teil der festgefügten Klostermauer zurück. Dahinter gähnte undurchdringliche Finsternis. Hinter dem Busch, schnell! Aber... Wenn wir Glück haben, bleibt der Mond hinter der Wolke. Wenigstens ein paar Minuten. Was zum Teufel geht hier vor? Ich weiß es nicht! Wie gebannt starrte ich in die Finsternis. Unruhig flackerte das Licht einer Fackel. In ihrem Schein erkannte ich eine Gestalt, deren Gesicht mit einer schwarzen Kapuze vollständig verhüllt war. Hinter ihr trottete ein kleiner Esel. Er zog einen hölzernen, zweirädrigen Karren. Sie kommen genau auf uns zu. Sie kommen! Ruhig! Der Pfad fährt genau am Busch vorbei. Sie werden uns nicht bemerken. Ich konnte den Blick nicht von dem Karren lassen. Er war schwer beladen mit unförmigen Gegenständen. Langsam kam das schaurige Gefährt näher. In diesem Moment trat der Mond hinter einer Wolke hervor. In seinem Licht zeichnete sich jede Einzelheit des Karrens und seiner Ladung überdeutlich ab. Ich sah, übereinander gestapelt und durcheinander geworfen, riesige, blutige Fleischklumpen. Was ist das nun? Schaut nicht! Was ist das? Die Fleischklumpen waren einmal Menschen gewesen. Sie waren auf jede erdenkliche Art zugerichtet, verstümmelt und gebrannt worden. Zwischen den blutigen Rümpfen sah ich abgesägte Glieder liegen. Einige Körperteile waren offenbar von Nagetieren angefressen worden. Ein zerquetschter Arm baumelte zwischen den Sprossen hervor und schien mir bei jedem Schritt zu winken. Aus einem Gesicht ohne Zunge starrten mich zwei vor Schmerz zersprungene Augen an. Bruder Botanicus! Hallo und Teufel! Oh Gott! Ergreift ihn! Ich werde euch...
Als ich wieder zu mir kam, war alles um mich herum undeutlich. Ich war nicht in der Lage, einen klaren Gedanken zu fassen. Nur schemenhaft drangen die Umrisse eines Gerichtssaales in mein Bewusstsein. Mehrere Leute schienen nacheinander zu reden, doch ich verstand ihre Worte nicht. Ruhe! Das Gericht der Inquisition verkündet sein Urteil. Der Anklage wird in allen Punkten stattgegeben. Nein, das ist doch unmöglich. Die Inquisition ist doch längst aufgelöst. Der Angeklagte ist des unerlaubten Eindringens in unseren Orden überführt. Um die Wahrung unseres Geheimnisses zu sichern, verurteilen wir ihn zum Tode. Führt ihn weg! Mir toste das Blut in den Ohren, als ich aus dem Saal geführt wurde. Man führte mich in einen größeren Raum und warf mich auf eine steinerne Bank, die rings an der Mauer entlang lief. Hoch oben an den Wänden knisterten einige Pechfackeln, sonst war der Raum vollkommen leer. Mehrere vergitterte Gänge führten von ihm fort. Offenbar wollte man das Urteil nicht sofort vollstrecken. Dann öffnete sich eine Tür. Berenike. Die Bewegung meiner Arme blieb hilflos in meinen schweren Ketten hängen. Ihre Hand zuckte schutzsuchend zurück. Sie wirkte seltsam verkürzt. Grauen erfüllt zwang ich mich, genauer hinzusehen. Die Finger waren blutigen Stümpfen gewichen. Berenike! Ich wusste es nicht. Nicht, dass es so schlimm ist. Das ist doch alles nicht wahr. Die Inquisition ist doch erloschen. Wo sind wir hier? Was ist das? In diesem uralten Kloster in Toledo befinden sich die letzten aktiven Folterkammern der Inquisition. Oh Gott. Der Orden dient ausschließlich der Erfüllung der kirchlichen Gerichtsbarkeit. Und der Schinderkarren? Napoleons Truppen rücken vor. Man will alle Spuren beseitigen. Alle paar Nächte werden einige Leichen fortgeschafft. Oh Gott. Immer um Mitternacht. Durch das geheime Tor in der Wand. Das Bleirohr in der Mauer, das Wasser. Die Folterkammern werden gesäubert. Das blutige Wasser leiten sie über ein spezielles Röhrensystem nach draußen. Normalerweise ist die Anlage nur nachts in Betrieb. Bis zum Morgen ist alles im Boden versickert. Ich kann es nicht glauben. Adieu. Du. Ich hoffe, dir bleibt das Schlimmste erspart. Und du? Ich weiß es nicht. Als ich wieder klar denken konnte, fand ich mich auf dem Rücken ausgestreckt. Ich lag festgebunden auf einem flachen hölzernen Gestell. Ein langer Lederriemen war mehrfach um meinen Oberkörper geschlungen. Ein anderer hielt meine Beine fest. Aus irgendeinem Grund hatte man meinen linken Arm so angebunden, dass er vom Ellenbogen abwärts frei war. Ansonsten machte die Art meiner Fesselung jede Bewegung unmöglich. Nur den Kopf konnte ich drehen. Ich befand mich in einem in etwa quadratischen, steinernen Verlies. Mehrere Fackeln steckten in eisernen Haltern. Die Wände schienen außergewöhnlich hoch. Die Decke des Gewölbes lag im Dunkeln. Als ich den Kopf mit äußerster Mühe um wenige Zentimeter anhob, bemerkte ich zu meinem Erstaunen, dass die Riemen etwa zwei Handbreit meines Brustkorbs freiließen.
Ich versuchte, zur Seite zu blicken. Dort auf dem Boden stand ein Napf. Er war mit Fleischstücken gefüllt. Mehrere Ratten vom Geruch des Fleisches angelockt, umschlichen das Gefäß. Essen. Mit der freien Hand konnte ich das Fleisch gerade noch erreichen. Die Ratten wichen zurück. Ich fragte mich nicht, warum man mir Nahrung in den Kerker stellte, obwohl ich sterben sollte. Gierig schob ich einen Fleischbrocken in den Mund. Salzig. In meinem Mund brannte der Geschmack scharfer Gewürze. Irgendwo musste doch auch ein Wasserkrug sein. Mühsam wendete ich den Kopf, aber da war nichts. Nur Ratten. Wasser! 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 Wollte man mich in diesem Kerker denn langsam verdursten lassen? Nur das Geräusch der Ratten unterbrach gelegentlich meine Durstqualen. Ich hatte jedes Zeitgefühl verloren. Waren erst Minuten vergangen? Oder Stunden? Das neue Geräusch drang nicht sofort in mein Bewusstsein vor. Einige weitere Sekunden brauchte ich, um es zu orten. Entsetzt blieb mein Blick unter der Decke haften. Hilfe! Nein! Hilfe! Dort oben schwang ein großes Pendel. Ähnlich dem in der Standuhr des Abtes. Seine untere Seite war geschliffen und glitzerte im Licht der Fackel wie ein Rasiermesser. Dann begann es langsam und kaum merklich nach unten zu sinken. Oh, lass mich raus! Nein! Hilfe! Hilfe! Unablässig schwang es hin und her. Wie gebannt starrte mein Blick auf die glitzernde Schneide. Blitzartig begriff ich, warum die Fesseln einen Teil meiner Brust freiließen. Vor meinen Augen zog ein roter Schleier vorbei. Wahnsinnig vor Angst versuchte ich, mich aufzubäumen, aber die Riemen drückten mich unerbittlich auf das hölzerne Gestell nieder. Hilfe! Hilfe! Warum hilft mir denn keiner? Das Pendel senkte sich unerbittlich, immer tiefer. Aber nicht etwa schnell, im Gegenteil. Die sinkende Bewegung war mit dem bloßen Auge gerade noch wahrnehmbar. Lasst mich raus! Lasst mich hier raus! Nein! Weiter. Immer weiter senkte sich das mörderische Pendel. Langsam und mit der unerbittlichen Regelmäßigkeit eines Uhrwerkes. Jetzt durchschnitt es etwa einen halben Meter über meinem Brustkorb die Luft. Noch immer umschlichen Ratten den Napf auf dem Boden. Er war nun beinahe leer. Zuerst hatten sich die mutigsten Tiere ihre Fleischbrocken herausgeholt. Andere waren ihnen gefolgt. Ab und zu wedelte ich schwach mit meiner Hand, um sie zu verscheuchen. Aber warum eigentlich? Ich wurde mit einem Mal ganz ruhig. Ergeben ließ ich meinen Kopf zur Seite fallen. Das Bild des Schinderkarrens, der um Mitternacht aus den Tiefen des Klosters heraufkam, stand deutlich vor meinem Auge. Wie in einer Vision sah ich meinen eigenen Körper, quer durchgeschnitten und von Ratten angenagt darauf liegen. Gerade wollte ich die Augen schließen, da eine Ratte hatte mich in die Hand gebissen. Sie mussten immer noch sehr hungrig sein. Ein feiner Schmerz kroch meinen Arm hoch. Die Ratten! Wäre es vielleicht möglich? Ich verwarf den Gedanken sofort wieder. Er war zu absurd. Aber der Gedanke kam wieder. Wie, wenn ich die Ratten dazu bringen könnte, meine Fesseln zu zernagen? Das Pendel war jetzt ungefähr 3 Handbreit von meinem Oberkörper entfernt. Hastig tauchte ich meine freie Hand in den Napf und raffte die letzten Fleischreste zusammen. Ich konnte den Riemen gerade noch in Schulterhöhe erreichen. Nach ein paar Sekunden glänzte das Leder vor lauter Fett. Der scharfe Geruch des Fleisches stieg mir in die Nase. Kommt, meine Lieben. Frisst. Frisst euch zusammen. Feines Fleisch. Feines Fleisch. Ihr braucht keine Angst zu haben.
Keine unnötige Bewegung sollte die Tiere erschrecken. Über mir sauste das tödliche Pendel durch die Luft. Aus den Augenwinkeln beobachtete ich die Ratten. Die mutigste von ihnen sprang auf meinen Arm. Ich schloss die Augen und berührte mich nicht. Schon folgte die nächste und noch eine. Die feinen Pfoten drückten auf meine Brust. Dann hörte ich es. Ein scharfes, reißendes Geräusch. Die Ratten begannen, den fettigen Lederriemen zu zernagen. Geschickt hielten sie sich gerade außerhalb der tödlichen Bahn des Pendels. Vorsichtig, ganz vorsichtig öffnete ich die Augen. An der fettigsten Stelle war der Riemen beinahe vollständig zernagt. Das Pendel schwang nun eine knappe Handbreit über meiner Brust. Nein! Hatte mein Seufzer sie erschreckt? Hatte ich, ohne es zu wollen, eine unbedachte Bewegung gemacht? Ich wusste es nicht. Die Ratten waren fort. Hilfe! Hilfe! Ich bäumte mich unter dem Riemen auf. Meine Kräfte waren geschwächt. Der letzte Rest des angenagten Riemens hielt noch. Schon spürte ich im Gesicht den Luftrauch des Pendels. Die Schneide war vielleicht noch einen Finger breit über meinem Körper. Schon fuhr die Klinge durch den Stoff meines Hemdes. Ich schloss die Augen. Feinde. Ich lebe noch. Was ist denn los? Was? Ich... Ach, Sie haben wieder geträumt. Wirklich, Sie sind der merkwürdigste Patient, den ich in meinen 20 Jahren in dieser Anstalt je erlebt habe. Und dabei wissen wir immer noch nicht, wer Sie eigentlich sind. Verzeihung. Es tut mir leid. Na, nicht so schlimm. Wie spät haben wir es? Gleich 8 Uhr. Kommen Sie, waschen Sie sich. Der Doktor will Sie sehen. Was möchte Dr. Templeton von mir? Keine Ahnung. Ach, kommen Sie. Die reguläre Visite wäre doch erst in 2 Tagen. Ich weiß es wirklich nicht. Ah, da sind Sie. Setzen Sie sich doch. Sie nehmen doch einen Tee? Ja, gerne. Können Sie mir etwas Neues sagen? Sie sind nun seit über einem Jahr in unserer Anstalt. Bewusstlos eingeliefert nach einem Unfall, Herkunft, Verhältnisse, ja nicht einmal der Name feststellbar. Ja. Und? Ich habe Ihre Akte gestern den ganzen Abend studiert. Körperlich sind Sie absolut gesund. Geistig? Nun ja, Ihr Gehirn funktioniert völlig normal. Nur, dass ich mich an nichts erinnern kann. Allerdings. Andererseits haben wir keinen Grund, Sie noch länger hier zu behalten. Wie bitte? Sie wollen mich doch nicht etwa... Wir werden Sie entlassen müssen. Aber ich bin doch noch krank. Wir können hier nichts für Sie tun. Eine rasche Heilung ist vorläufig nicht in Sicht. Ihr Gedächtnis kann langsam, innerhalb einiger Jahre... Oder auch urplötzlich zurückkommen. Aber was soll ich denn tun? Das Geld, das man in Ihrem Gepäck gefunden hat, habe ich auf der Bank deponieren lassen. Wenn Sie einfach leben, könnten Ihnen die Zinsen zunächst als eine Art Lebensgrundlage dienen. Geld, Geld, ich weiß doch nicht einmal, wer ich bin. Als man Sie hier einlieferte, trugen Sie Reisekleidung. Ja. Ich kann Ihnen nur eines raten. Gehen Sie auf Reisen. Vielleicht finden Sie irgendwo den Schlüssel zu Ihrem Gedächtnis. Verschaffen Sie sich neue Eindrücke. Regen Sie Ihr Unterbewusstsein an. Sie meinen, das ist das Richtige? Eine andere Möglichkeit sehe ich nicht. Und die Albträume?
Ich möchte nicht, dass Sie mich jede Nacht heimsuchen. Können Sie mir nicht wenigstens ein Schlafmittel mitgeben? Es ist so. Ich glaube, dass Ihre Träume Ihnen helfen könnten. Helfen? Wie das? Nun, einige Leute, darunter auch Kollegen von mir, sind der Meinung, dass das Unterbewusstsein in den Träumen eines Menschen verarbeitet wird. Ach ja? In Ihrem Fall reicht Ihr Bewusstsein nur bis zu Ihrem Unfall zurück. Aber Ihr Unterbewusstsein könnte der Schlüssel zu Ihrer Vergangenheit sein. Sie meinen, in meinen Träumen erlebe ich noch einmal meine Vergangenheit? So in etwa, ja. Natürlich dürfen Sie Ihre Träume nicht, wie soll ich sagen, zu wörtlich nehmen. Aber sie sind eine echte Chance, Ihre Identität zurückzuerlangen. Wenn es Ihnen hilft, schreiben Sie mir. Lassen Sie mich von Zeit zu Zeit wissen, wie es Ihnen geht. Und wenn Sie etwas beunruhigt, werde ich sehen, wie ich Ihnen im Rahmen meiner Möglichkeiten helfen kann. Ich danke Ihnen, Dr. Temple. So, hier ist Ihr Entlassungsschein. Viel Glück. Ja, dann, also. Dann also auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Dr. Templeton. So schritt ich durch den letzten Gang des Irrenasyls auf das schwere eiserne Tor zu. Draußen kämpfte ein erster Frühlingstag gegen die noch raue Jahreszeit an. Ich schritt hinaus in mein neues Leben. Es war wie ein Neuanfang. Eine Wiedergeburt. Aber ich trug meine Vergangenheit unsichtbar auf dem Rücken. Unwillkürlich dachte ich an ein altes Kindermärchen von Sindbad, dem Seefahrer. So fühlte ich mich. Gestrandet auf einer unbekannten Insel mit einem Dämon auf den Schultern. Ich musste nur noch herausfinden, wie dieser Dämon aussah und ihn dann abwerfen. Ich würde ihn sehen und wissen, wer ich bin. Ich nahm eine Droschke in die nächste Stadt. So verließ ich das Irrenasyl. Mein ganzes Leben lag nun hinter mir. Doch ich war ein Niemand. Was hatte ich zuvor getan? Hatte ich Verwandte? Was war meine Geschichte? Ich musste mich auf die Suche machen. Dr. Templeton hatte versprochen, mit mir brieflich in Kontakt zu bleiben. Ich begann meine Reise in ein neues Leben. Eine Reise mit einem unbekannten Ziel.